kann ich Person wechseln. Ich muss mich hier erstmal kurz zurechtfinden. Gibt mir Setup. Ah, okay, okay. Nice. Ist zufällig schon jemand rausgesprungen? Sehe ich das? Ah, okay, er ist rausgesprungen. Er wird mir, by the way, irgendwie in Rot angezeigt, aber okay. Ah, okay, ich kann es auch sehen. Nice. Also er landet auf jeden Fall hier bei Außenposten. Da lande ich auch sehr gerne tatsächlich. Ich lande meistens oben bei der Bahn und gehe dann da runter. Okay, er ist bei Busbahnhof gelandet. Oh, da ist schon Herr Satan oder wie der heißt. Also da wird es auf jeden Fall schon Beef geben. Da können wir auf jeden Fall den ersten Kill auf jeden Fall verzehren. Lur. Hat ihn auf jeden Fall gut gehittet. Er hat wahrscheinlich keinen Heal, aber er geht aufs Dach. Oh, das ist geil. Das ist eine schlaue Taktik. Ich change mal kurz zu Satan. Mit seinem Seraph-Skin. Okay, er beobachtet auf jeden Fall, was er macht. Er hat leider nur die AGR. Oh, er wirft was hoch. Oh mein Gott. Eine Dingsgranate. Glaube ich. Ah, ne. Ah, normaler Granat, okay. Wenn er es jetzt schafft zu entkommen, ist es natürlich krass. Er hupt ihn sogar noch an. Oh mein Gott. Krass. Da hatten wir auf jeden Fall schon mal den ersten Beat. Kam ziemlich früh. Aber, ja, ja. Okay, also es gibt tatsächlich alles ist komplett verstreut. Kann man sagen. Und das ist geil. Das feiere ich. Ich guck mal kurz bei Big B rein. Achso, er ist. Nein, habe ich verwechselt, sorry. Lol. Steel Cake. Ah, hier. Das ist unser. Mein Favorite, sage ich jetzt mal. Er hat auch einen krassen Skin für die ICR. So wie ich sehen kann. Oh, er hat auch diese krasse AK-117. Neon Lotus, glaube ich, heißt die. Vira CODM, willkommen im Stream und willkommen beim Turnier. Hier kann ich ja nicht auf die Taktikkarte zugreifen. Auch als Zuschauer nicht. Krass. Wusste ich gar nicht. By the way, das Messer, was er hat, das heißt Messerfehlbehandlung. Das habe ich auch. Das ist sehr, sehr cool. Also, er hat die Insel komplett durchgelootet. Er hat sogar die Realtek ausgerüstet. Nice. Leider nur blau. Mich würde es echt mal interessieren, ob dieser Skin, den er hat, episch ist oder nicht. Falls mir mal jemand mitteilen kann, wäre ganz nice. So, dann würde ich gerne schauen, wo die sich hinbewegen. Oh, warte mal. Wenn die Kimbi und MTB Pros können gleich funkeln. Ja, mit Kimbi hat ihn, glaube ich, schon gesehen. Beziehungsweise, oh nee, MTB Pros bin ich jetzt gerade, lol. Der hat ihn auf jeden Fall gesehen, sonst würde er nicht so spielen. Okay, Miki hat ihn, glaube ich, auch gesehen. Aber hält sich eher defensiv. Okay, er geht zum Upgrader. Ich wollte nur mal kurz gucken, wo unser Favorite ist. Also mein Favorite. By the way, Miki hat auch einen absolut kranken Skin für die Outlaw. Sehr, sehr selten. By the way, ich würde mir Kimbi mal empfehlen, den Rucksack vorzuziehen. Sonst ist das für viele Situationen sehr unpassend. Oh, in Busbahnhof kommt es gleich wieder zu einem gewissen Fight. Im Busbahnhof auch. Ich muss mal kurz auf Killua changen. Er hat auch gerade die Realtek ausgerüstet. Also hier sind auf jeden Fall zwei in einer Stadt. Killua und GT Flash. Okay. Aber ich change schon mal kurz zu Mekimbi. Weil die sind gerade sehr nah beieinander. MTB Pros, glaube ich, hat ihn gesehen. Ja, das Kerambit. Als Nahkampfwaffe. Und die MX. Die AK mit dem Geisterskin.
Oh, da seht ihr ihn, da seht ihr ihn. Von hinten. Ist Mikibi der erste Kill? Ah, er hat leider zu viel Rückstoß. Okay, wechseln wir mal auf Mikimbi. Oh, jetzt. Oh, oh. 55 AP. Oh nein. Oh nein. Da fehlt leider ein bisschen an Aim. Oh, wir haben das First Blood verpasst. No. Okay, Insane Weevil hat auf jeden Fall einen Kill gemacht. Ich wusste nicht, dass es da jetzt schon krass abgeht. Aber ich denke nur kurz auf die 3 bei Beagle Cake. Bei dem Favorite von mir. Ah, okay, hat sich leider entfernt von Beagle. Und bei Busbahnhof geht es gerade auch ab. Also jetzt waren gerade 3 Fights. Also 4 eigentlich, eher gesagt. Ich habe einen davon mitbekommen. Es ist sehr schwierig, das zu handeln. Okay, er ist gerade entweder AFK oder hat keinen Bock. Ah, ich glaube, er hört Steps und will sich verstecken. Okay. Okay, dann würde ich gerne nochmal bei Mikimbi reinschauen. Oh, jetzt ist er genau vor ihm. Er ist genau vor ihm. Okay, Mikimbi ist tot. Krass. MTB Pros hat ihn getötet. Oh, Leonodol. Da komme ich mal kurz rein. Bei ihm war eine K9-Einheit. Ah nee, er hat den Schlachter getötet. LOL. Okay. Ja, sorry, die Anzeige war verkehrt. Aber er hat jetzt auf jeden Fall auch dicken Loot. Mikimbi ist leider raus. Das ist sehr schade. Okay, dann würde ich gerne mal in das Busbahnhof ziehen. Lol, was? Was war das jetzt gerade? Was war das denn jetzt? Das war jetzt sehr merkwürdig. Er hat irgendwie... Okay, ich habe den Kill leider nicht gesehen. Aber MTB Pros wird jetzt auf jeden Fall auch weggeholt von Beagle Cake. Der jetzt mittlerweile schon 2 Kills hat. Mit der fucking Shorty. Mit der legendären Shorty. Ich wollte eigentlich eben gerade in das Busbahnhof-Team changen. Aber zum Glück habe ich es nicht getan. Weil Beagle Cake ist hier krass am Rasieren. Wie man es voraussehen konnte. Oh, was ist jetzt? Okay, es rennt gerade ein bisschen. Die M4 Rache hat er, by the way, auch am Start. Ich würde mir gerne mal wünschen, dass er mit der mystischen Sniper spielt. Tatsächlich. Und ich glaube, er ist auf Jagd nach mehr. Er ist auf Jagd nach Nummer 7 oder so. Möglicherweise ist das so. Ich muss mal kurz in den Stream gucken. Er ist auf jeden Fall beim Loot-Shop. Okay. Okay, Nummer 10 hält sich abseits von allem. LOL, der, achso, das ist Doc, ist das. Hält sich abseits von allem, okay. Manche sind hier echt ganz gut mit der Zone am Start. Okay, bei Beagle Cake ist es gerade mega chillig. Er kennt den Loot-Shop ab, glaube ich. Und der fährt zum Upgrader. Und spielt Verteidiger. Oh, nice. Fühl dich. Oh, bei Busbahnhof geht's gleich ab. Beagle Cake mal wieder. Bei Abschlussbasis meint natürlich. Insane Revel, der den ersten Kill der Runde gemacht hat, ist sehr krass in der Nähe von Beagle Cake. Ah, ist leider weggefahren von ihm, okay. Aber jetzt gibt's in Diner gleich wahrscheinlich richtig kranken Fight. Wurde das gerade noch falsch angezeigt. Okay, da ist noch Big B vorbeigefahren.
Weiß ich jetzt auf jeden Fall, dass einige Leute in deiner sind. Also wenn dieser Mensch nicht vier Finger spielt, dann weiß ich es nicht. Dann weiß ich überhaupt nicht, was mit dieser Welt los ist. Oh, die verfolgen sich gerade. Es gibt eine Verfolgungsjagd. Big B verfolgt Insane Weevil. Oh. Also, wir sehen hier Fast and the Furious 10 Leute. Live im Stream. Sehr wild. Kein Bock, dass wir jetzt wegen Fast and the Furious hier jetzt einen Fight verpassen. Deswegen gucke ich immer sehr oft auf die Karte. Ich würde mal kurz zu Beagle Cake changen. Ich weiß, dass ich das sehr oft sage, aber bei ihm ist halt immer Party. Deswegen. Ich gucke mal kurz bei Insane Weevil rein. Oh, ist ausgestiegen und hat Poltergeist eingesetzt. Okay. Damit hat er ein bisschen weggetrollt. Ich glaube, er hat keinen Bock auf ihn. Okay, bei Nummer 7, bei Satan, ist auf jeden Fall jetzt wieder Power. Hat er sich mittlerweile gut ausgerüstet? Naja, ist okay. Also irgendwie so am Looten nicht so gut, Satan. Big B fährt gerade an ihm vorbei, hat ihn nicht bemerkt. Oh, 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 bei Nummer 5 in Zen Revil geht's gerade ab. Oder könnte es abgehen, sagen wir mal so. GT Flash zieht sich gerade hoch. Also das heißt, die werden sich auf jeden Fall treffen. Oh, jetzt gibt's einen Fight. Jetzt gibt's einen Fight. Oh nein, er hat ihn nicht gesehen. Er muss nach links gucken. Und er hat ihn auch nicht gesehen. Er sieht jetzt nur gerade das Snowboard, weil er weggesnowboardet ist. LOL. Als wenn die sich so knapp verpasst haben. Krass. Er weiß nicht, dass er unterhalb vom Berg ist. Oh no. Ja, das Snowboard ist halt jetzt schon wieder weg. Oh, da gibt's Fight, da gibt's Fight. Big B. Oh nein, er fährt wieder rum. Wieso fährt er alles rum? Beagle Cake ist da oben, by the way. Aber attackiert ihn nicht. Das ist generell in der Zone und außerhalb der Zone bildet sich so ein Grüppchen. Ich change mal kurz auf Killua. Okay, eventuell, wenn Insane Revil jetzt das Sniper hätte, wäre das für ihn. Oh, er hat sogar eine. Er hat die Outlaw gerade. Und er hat ihn, glaube ich, gesehen. Ja, er hat ihn gesehen. Bitte Sniper Kill, das wäre Premium. Ja, er hat ihn sogar Hitmarker gedrückt. Leider zu spät. Okay. Oh, er hat sogar die neue Sniper. Ich schätze mal kurz auf die Figur. Seine Sicht ist wahrscheinlich ein bisschen ätzender. Weil er ist. Na, er erwischt ihn, glaube ich, nicht. Das packt er nicht. Oh, hier bei Beagle Care geht's gerade nichts ab. Ja, hier gibt's einen dicken Fight. Insane Reaper hat by the way Killua gekillt. Wir haben es leider verpasst. Oh, das ist Satan. Er wird weggeholt. Von Beagle Cake. Und er holt ihn sogar durch die Wand. Hat er Vollmann geschossen dort? Nope. Aber jetzt trollt ihn mega durch die Wand weg. Er hat sich geheilt. Oh, okay. Beagle Cake hat Satan getötet. Und Killua Insane Revil. Tatsächlich. Killua GG. Du hattest leider Low Ground. Fühl das. Er hat sogar. Oh mein Gott, er hat den Ghost Skin. Den Legi Ghost hat er. Ich hab's gerade an den Hund gesehen. Weil mit der Weste erkenne ich das nicht. Big B ist jetzt gerade auch. Oh, er hat ihn geflasht. Das ist stark. Lässt sich aber nicht davon abbringen. Mit der Shorty ist er krass am Hustlen. Oh, von hinten. Oh mein Gott. Big B hat ihn hops genommen.
Oh mein Gott, Big B hat Beagle Cake getötet. Den Top Favorite. Krass. Oh mein Gott, das hätte ich gar nicht erwartet. Er ist einfach aus dem Fenster rausgesprungen und hat ihn hops genommen. Oh mein Gott. Props an fucking Big B. Krasser Kill. Echt krasser Kill, dass er so schnell schalten konnte. Ich hab's leider aus der falschen Perspektive drauf. Aber wenigstens hab ich's drauf. Das war ein insaner Fight. Aber Big B hat auch sehr viele Leute weggeholt. Beagle Cake. Big B hat jetzt seinen ersten Kill. Da wird es auch gleich abgehen. Weil jetzt kommt nämlich Insane Revel, der Killua eben gerade getötet hat. In einem Sniper-Fight, wo er leider im Highground war. Also was heißt leider? Irgendeiner muss ja im Highground sein, ne? Aber jetzt macht er sich natürlich verdächtig wegen dem Auto. Einer ist immer so ein bisschen abseits und das ist Doc. Das ist ganz witzig. Doc Ben heißt er, by the way. Die Nummer 10. Okay, die sind jetzt hier auf einem Fleck. GT Flash und Big B. Die wissen aber nicht, dass die da in jeweils verschiedenen Häusern campen, aber die vermuten es wahrscheinlich. Change mal auf Doc Ben. Ist nämlich gerade bei dem Auto. Bei Insane Revel. DH und PP19 spielte. Eigentlich nicht so ein heißer Loot. Den heißesten Loot hatte bis jetzt Beagle Cake. Mit der Shorty und der M4. Das fühle ich so. Die campen jetzt gerade. Die zwei. Was ich nicht verübeln kann. Die sind in der Zone, in einem Haus. Ist chillig. Also Insane Revel führt tatsächlich mit 2 Kills. Momentaner Favorite. Mein Favorite ist tatsächlich jetzt B. Also das war ein echt starker Kill. Hätte ich nicht von ihm erwartet. Kenne ihn ja auch persönlich nicht als Spieler. Den einzigen Spieler, den ich hier persönlich kannte, also sind jetzt Mikimbi und hier momentan Doc Ben, den wir gerade betrachten. Warum auch immer ist sein Name rot? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht, weil ich Nummer 10 ist, weil das eine coole Zahl ist oder so. I don't know. Insane Revel ist Low Ground. Bewegt sich gerade zu ihm hin. Die zwei sind immer noch Camperino, glaube ich. Und Doc Ben hat die Zone komplett erwischt. Krass. Ich gucke gerade auf die Maps. Insofern sich da was bewegt, werde ich da mal switchen. Aber die sind gerade alle sehr defensiv, weil es halt auch Open Field ist. Und Open Field ist geil für Turniere. Kann man nämlich am besten Kills betrachten. Da hat jemand tatsächlich was geworfen. Okay, Insane Revel ist im Auto mit der Axt. Outlaw mit Stabilisator und AK-117. Also sehr weirder Loot haben die Leute hier. GT Flash ist am Kriechen. Er kriecht in die Zone. Aber jeder hört das Auto von Insane Revel. Ob das schlau ist, weiß ich noch nicht. Goldene Arctic 50, das ist auf jeden Fall mal guter Loot. DH hätte ich jetzt nicht genommen. Goldene DH fühle ich überhaupt nicht. Insane Revel attackiert Big B. Fragezeichen? Will das was? Was macht eigentlich GT Flash? Okay, er läuft gerade zu Doc Ben. Und Insane Revel könnte eventuell an der Zone sterben, weil er festhängt. Oh nein! Oh nein, er ist an der Zone gestorben. GT Flash wurde auch genockt. Was? Als wenn die alle an der Zone sterben. Was soll das? Nein. Nein, so unspektakulär. Holy shit. Sterben alle an der Zone. Und Doc Ban hat die Möglichkeit, das Spiel zu gewinnen, indem er Big B gekillt. Er ist direkt vor ihm. Er ist oben, High Ground. Nein. Oh, wie knapp. Krass, Big B hat gewonnen. Krass.